Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir es irgendwie geschafft, den Waldtempel zu überstehen. Haben uns noch einen größeren Bogen gesichert. Theoretisch könnten wir jetzt schon die Gerudo-Festung angreifen, aber ich habe keine Lust drauf. Also dudeln wir uns erstmal in den Wald. Wir dudeln uns jetzt ganz woanders hin, deswegen. Ab in die verlorenen Wälder. Da, wo wir uns nämlich... Wir dudeln uns jetzt in die Wälder. Von den Wäldern dudeln wir uns nämlich Richtung... Gorontown. Wir regeln es ganz einfach. Und gratis ist immer gut. Damit sind uns die Moblins scheißegal. Und Moblins scheißegal hat doch jeder gern. Halt die Schnauze, ich brauch dein Kicker jetzt gerade nicht, denn ich muss nach Goronia. Ich weiß, dass da eine Spinne ist. Die Marke holen wir uns gleich. Ach, ich wollte eh noch was in Kakariko. Ach, das hat Zeit. Ja. Hey.
Gut. Aus der Position können wir ohne Stress schießen. Wenn die Blume rechtzeitig nachwächst. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir den Jungen gestoppt kriegen. Ah, knapp. Komm, komm. Dieser Pisskopf. Der will sich einfach nicht stoppen lassen. So, jetzt roll vorbei und ich schieße die Blume gleich ab. 3, 2, 1. Na, geht doch! Wie konnte dir das gelingen? Du bist einer von Ganondorfs Leuten? Höre meinen Namen und neige dein Haupt in Ehrfurcht. Ich bin Link, der größte Krieger der Goron. Was? Auch dein Name ist Link? Dann musst du der legendäre Dodongo-Jäger sein. Der Dodongo-Buster! Der mächtige Link? Darunia ist mein Vater. Kennst du ihn? Er benannte mich nach dir, weil du tapfer bist und viel für uns getan hast. Mir gefällt der Name. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Link, für uns bist du ein echter Volksheld. Ich bin stolz, dich kennengelernt zu haben. Nimm bitte ein Autogramm. Schreib für meinen Freund Link, den Goronen. Oh. Es mag ein schlechter Zeitpunkt sein, dich erneut um Hilfe zu bitten, doch hör mich an. Mein Vater Darunia begab sich zum Feuertempel. Dort lebt ein Höllendrache. Wenn wir es nicht beeilen, ist mein Vater verloren. Daddy. Du solltest ihn beruhigen, wenn du kannst. Am besten frag ihn einfach etwas. Worüber willst du ihn befragen? Über die Goron. Oh, Daddy. Vor langer Zeit lebte eine diabolische Kreatur namens Volvagia in den Höhen dieses Berges. Diese Drachenkreatur wütete auf grausamste Art. Sie fraß Goron bei lebendigem Leib. Mit Hilfe eines legendären Hammers gelang es schließlich, Volvagia zu vernichten. So erzählt die Legende aus vergangenen Zeiten.
Ich weiß, dass sie wahr ist. Einer der Vorfahren meines Vaters war nämlich derjenige, der die Kreatur vernichtete. Denn Vater war gerade nicht hier, als alle von Ganondorf in den Feuertempel verschleppt wurden. Es war schrecklich. Ganondorfs Leute fielen in unsere Stadt ein und nahmen alle gefangen. Jetzt sollen sie wohl Valgia geopfert werden. Vater sagte, dass Ganondorf die Drachenkreatur wieder erweckt hat. Es war nun an alle, die sich ihm widersetzen. Will der Tyrann den Goron den Drachen zum Fraß vorwerfen. So brachte Vater ganz allein zum Tempel auf, um sie zu befreien. Bitte hilf ihm, Link. Möge diese Goron-Rüstung zum Gelingen deiner Mission beitragen. Jawohl, ja. Goron-Fürst-Rüstung. Diese feuerfeste Rüstung passt nur Erwachsenen. Sie schützt vor extremer Hitze. Alter, du hast mir jede Menge Pfeile und Bomben gekostet. Krieg ich das auch noch ersetzt? Oder muss ich die mir jetzt alle selber kaufen? Da, ich muss mir alles selber kaufen. Kaufen. Ah, Pfeile muss ich mir irgendwie selber besorgen. Toll. Der ganze Part ging eigentlich nur... Ja, zwei Feen haben wir noch. Ich muss mir sowieso eine Flasche freilassen. Ich könnte am besten eigentlich nochmal drauf gehen. Kappa. Wir sind mal im Todeskrater. Wahre Freundschaft wächst, je länger sie besteht. Sie wächst im Herzen und wird mit jeder Minute stärker. Die leidenschaftliche Blüte der Freundschaft, die jetzt schon in dir reift, wird dir weisen den richtigen Weg. Diese Melodie sei der Kraft der Freundschaft gewidmet. Lausche nun dem Bolero des Feuers. Du hast den Bolero des Feuers erlernt. Das heißt, ich kann jederzeit in den Todeskrater rein. Link, wir werden uns wiedersehen. War ja so klar. Ach, wenn wir schon mal da sind, können wir uns eigentlich auch gleich in ein Abenteuer reinstürzen. Was sich Feuertempel schimpft. Ja, gehen wir gleich mal ins nächste Abenteuer. Feuertempel! In der englischen und originalen Version waren hier muslimische Gebetsgesänge zu hören. Aber weil religiöse Gefühle und so weiter, wurde das rausgenommen. Da war ja was. Wer ist da? Bist du es, Link?
Tatsächlich, Link. Du bist erwachsen geworden, ein richtiger Mann. Gerne würde ich mit dir mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt. Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernale Drachenkreatur Volvagi aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen als Warnung und alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link, als dein Bruder, bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in denen man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link. Boah, mach ich mal so nebenbei. Geh du die mal kloppen, wir befreien den Ersten. Können wir ja machen, wenn wir da sind. Man kann zwar auch in der normalen Kluft rein, aber dann läuft da oben ein Timer und du fuckest gefühlt ab. Das ist schon mal die erste Truhe, die wir uns holen. Uff, da! Nimm ich einen Schlüssel und... Die Qualen am Ende, ich bin frei! Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis. Um sie tückelang hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler aus der Decke rack nach unten befördern. Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerke bringt. Ja, einen Weg habe ich schon. Einfach durch den Tempel durch. So, da, da. Und genau hier werde ich den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Tut mir leid, wenn es ein bisschen gedauert hat, wegen Darunia Junior. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.